Hallo, liebe Menschen und andere Leute. Als ich das erste Mal von der flachen Erde gehört habe, habe ich es wirklich belächelt. Aber natürlich habe ich mir die Informationen erst angehört, um mir eine Meinung zu bilden. Als ich mir eine Meinung gebildet habe, dachte ich, ich muss eigene Recherchen anstrengen, um das zu entkräften. Leider ist mir das nicht gelungen, oder vielmehr glücklicherweise ist mir das nicht gelungen. Aber ich habe das Ganze natürlich nicht zu meinem Lebensinhalt gemacht. Ich verstehe die Mechanik und damit ist für mich jetzt eigentlich Schluss. Ja. Ich kann es den Menschen in meiner Umgebung erklären. Wenn sie es nicht glauben wollen, ist das ihr Problem. Mich zu beleidigen bringt nichts. Worte können nicht verletzen. Würde man mich im normalen Leben von Auge zu Auge so beleidigen und so bedrohen, wie das in manchen Kommentaren passiert, müsste derjenige mit Konsequenzen rechnen. Und ich bin keiner, der zur Polizei läuft. Aber eine Ohrfeige hat noch nie geschadet, jemand zum Überlegen zu bringen. Ja, ich befürworte Gewalt. Punkt. Aber darauf wollte ich nicht raus. Ich habe mich schon, bevor ich mich mit der flachen Erde beschäftigt habe, mit allen möglichen anderen Sachen beschäftigt. Der Rechtszustand Deutschlands, die fehlende Vollsouveränität, die fehlende Verfassung, das Grundgesetz als Grundgefängnis für die Bevölkerung, etc. etc. 1999 wurde ich bekannt mit einem Mann, der seine berufliche Laufbahn und seine Reputation geopfert hat, um die Menschheit aufzuklären über Vorgänge über unseren Köpfen. Ich spreche hier von Werner Altnickel, ein großes Lob für einen Mann mit wirklichen Eiern. Der Typ hat's drauf. Ohne zu lobhudeln, aber das muss man erstmal schaffen. Die Webseite von ihm, die hat Vorgänge erklärt, die seit 1986 eben nicht uns nicht erklärt wurden. Nehmen wir mal das Tschernobyl. Wer wusste, wie viele Reaktoren da waren? Wer wusste, dass es eine Attacke war? Wer wusste, was überhaupt? Kein Mensch in Deutschland wusste was davon. Er hat es den Leuten erklärt. Was er eben aber auch gezeigt hat, und da erinnere ich mich heute dran, eine Antennenanlage aus dem Dritten Reich, die nannte sich Mammut, auch eine Skalarwellenantenne. Worauf will ich raus? Zurzeit gibt es eine große Debatte über ein besseres, stabileres, schnelleres Internet für jedermann auf der ganzen Welt. Viel Blabla. Aber hier wird etwas neu erfunden, was es schon seit dem dritten, mindestens seit dem Dritten Reich gibt. Nämlich Mikrowellenstrahlung. Die Deutschen hatten früher Mikrowellenstrahler, die dazu da waren, um feindliche Flugbewegungen zu lokalisieren. Diese Mikrowellenstrahlung ist sozusagen punktgenau. Stellen wir mal uns vor, es geht jemand hin, nimmt einen, ich wage das Wort Satellit nicht auszusprechen, man muss es aber tun, nimmt einen Wetterballon, besser, macht da unten dran den Satelliten mit der entsprechenden Technik und bestrahlt jetzt von oben diese Welt. Test 5G. Erinnert ihr euch, was letztes Jahr passiert ist in Holland, als man 5G getestet hat? So viele Smartphones, wie wir haben, haben auch damals in, war das Den Haag, aufgenommen,
dass Tausende von Vögeln vom Himmel gefallen sind. In dieser Stadt, in der die Mülleimer überquellen, weil die öffentliche Verwaltung keine Mitarbeiter hat, die Straßen zu säubern, sind dann Büroleute aus den Büros rausgekommen, aus der öffentlichen Verwaltung, und haben schnell die Stadtparks und Straßen von den toten Vögeln befreit. Danke den Leuten, die das mit ihren Smartphones aufgenommen haben und bei YouTube einbestellt haben. Jeder kann sich das angucken. Was denkt ihr? Wenn Vögel vom Himmel fallen, hat das vielleicht auch Einfluss auf den Menschen? Will man vielleicht diesen Kontinent entvölkern? Will man vielleicht die ganze Welt entvölkern? Die Frage drängt sich mir auf. Was kann man dagegen tun? Wie können wir die öffentliche Verwaltung dazu bringen, uns davor zu beschützen? Denkt mal über den Amtseid unserer Beamten im Bundestag nach. Zum Wohle des deutschen Volkes. Ich finde, wir sollten anfangen, die Leute, die da arbeiten, mal beim Wort zu nehmen und sie in ihre Schranken zu weisen. Zum Wohle des deutschen Volkes.